Servus Leute, heute machen wir wieder Spielerei, und zwar nicht die Präzision, wie wir es schon gewöhnt sind, sondern mehr Spiel mit CO2-Waffen. Sie sind relativ genau und zu der Waffe sind geladen mit CO2-Patrone, da ist eine drin. Und so ein kleines Magazin, da gehe ich später drauf ein. Da sind jetzt 12 Schuss drin, Diabolos, und wir schießen auf die Ziele. Das sieht man dann auch gleich. Speziell, dass man sieht, ist echt getroffen. Es sieht aus wie Spielzeug, ist in gewisser Weise Spielzeug, aber Verantwortung ist genau wie bei einer scharfen Waffe. Und die größte Verantwortung, ich lege es mal ab. Ich mache das Magazin wieder raus. Wenn man Waffe ablegt, immer das Magazin wieder raus. Die größte Verantwortung, das teuerste, was wir dabei haben, der nicht kaputt geht. Das ist das. Immer bei CO2-Waffe sieht fähig aus und schützt die zwei Dinger, wo wir da haben. Soll ich ja gerade mal dann loslegen. Also die Waffe hat ungefähr 2 Joule, eher 1,5 Joule. Die Hersteller geben da ein bisschen an. Und 2 Joule ist aber trotzdem sehr gefährlich, wenn man jemanden trifft. Die Waffe noch oben. Das ist das Magazin. Siehst du das da? Ist der Magazinhalter, das eigentliche Magazin ist das kleine Teil. Ist bei dem Gewehrle, das ist der Grossmann C77, ist halt alles ein bisschen viel Plastik, aber es ist ein schönes Teil. Wenn ich fertig bin, lade ich das Teil da rein. Das sieht man zuerst, fangen wir da an. Ne? Also, ob ich das jetzt treffe, weiß ich noch nicht. Also jetzt wird normalerweise die Zeit, stimmt, das geht dann mit Stoppuhr. Ich sage, jetzt seid fertig, und jetzt wird der Mann, der neben mir steht, die Stoppuhr zum Leben bringen. Also jetzt geht's los. Gut, Stopp. Also Magazine werden nur im Stehen geladen. Da sind jetzt drin 6 Schuss habe ich drin, also ich habe noch 6. Ich könnte jetzt schon laden, aber da stehen jetzt 5 Ziele. Und die schieße ich jetzt ab. Und zwischen denen, Bewegung von da ans nächste Ziel, Gewehr so. Warum so? So kann man sich in den Fuß schießen. Also so. So, jetzt werde ich wieder sagen, also die Zeit wird in dem Wettkampf durchgehen. Also man schießt die ganze Ziele durchgehen. Die Zeit wird am Anfang gestartet und beim letzten Schuss gestoppt. Und die Gesamtzeit ermittelt den Sieger. Nur jetzt hat zum Zeichen halt. So, ich bin jetzt fertig. Alle runtergefallen, gut. So, dann hoch. Jetzt habe ich gerade 3 und 6 9. 1, 2, 3, 4 schieße ich die Flasche rüber. Das wäre jetzt ein Pfosten. Das nächste Ziel ist dann markiert. Muss man dann dran. Und dann. So, jetzt war natürlich. Ich drehe mich mal rum, Magazin wechsle, komfortabel. So, jetzt wieder drehen. Das muss man jetzt wieder. Also auf keinen Fall beim Wechsel von Ziel zu Ziel rennen. Gewehr nach oben, normal
marschieren. Mehr. Magazinwechsel. Okay, stopp. Ich sage dann stopp und das heißt dann für mich, ich denke, es wäre jetzt fertig und dann wird die Stoppuhr gedrückt. So ungefähr läuft das ab. Jetzt mache ich Magazin raus. Wird noch ein paar was drin sein. Ne, da ist es leer. Gut. Das war jetzt mal so ein Durchgang auf Probe. Noch macht das der Kim und ich filme. Alles klar. Start. Das ist mein Beretta, auch CO2, sieht ganz gefährlich aus, ist aber relativ ungenau, also Streuung von einem Bierdeckel auf 15 Meter und wird mit Diabolos geschossen. Die kommen dann in so Magazin. Da sind 30 Schuss rein, das ist der Vorteil da dran, man hat viel Schusskapazität und belade auch mit CO2, ich mache da zwei rein, da ist ein Adapter drin, wo man die benutzen kann. Wir schießen da live rein. Diabolos aus Zinn. Bevor man schießt, muss man natürlich auch das Magazin laden. Zum Glück. Ich habe so vier Magazine als Ersatz. Und wenn man das nicht laden misst, wird man bestimmt so 1000 Schuss an dem Schießtag locker der Ballerer. Also die werden dann eingedrückt. Da gibt es dann noch so einen Dorn, wo man es nachschieben kann. So, das Ballade halt. Gott sei Dank. Jo. Ja. Was ist eins?
wird es beim Wettkampf Zeit kosten. Ist schon kein Wettkampf, mir ist egal. Ja, ich habe es nur erwähnt. Wettkampf frage ich noch technisch, aber die mag ich nicht. Seine neue Flint. Geht gut. C77 mit offener Visierung. Das Teil hat gekostet 109 Euro. 109 Euro ist ein guter Preis. Inzwischen kostet, glaube ich, wieder 125. Sache, ne? Ja. Zum Preis kann man auch nichts sagen, was der Sport kostet. Es gibt eine Pistole, die Morph, ist ziemlich genau und kostet 49 Euro. Das Pistelche gibt es als reine Pistole oder als mit Anschlagschaft und sieht dann aus wie ein Gewehr und ist eigentlich genau. Als Pistole 49 Euro. Billiger wie Konsole. Und bei dem Sport ist man in der Natur, bewegt sich, sitzt mit seinem faulen Arsch nicht daheim auf der Couch, der Fernseher an, die Konsole an. Und wenn man so weitermacht, ich kann es nicht. Die Kamera steht jetzt gerade um dich, kommen wir näher, dann sieht man dann so aus wie ich. Aber ich habe das ohne Konsole fertig gebraucht. Aber wenn man sich ein bisschen bewegt, schadet das nichts. Und es wird bestimmt viele Jugendliche gefallen, mal sowas zu machen. Leider bietet es niemand an. Wenn man an ein Schützenhaus kommt mit so CO2-Waffe, ich weiß nicht, ob man da gut aufgenommen wird, vielleicht. Also in Hauenstein kann man mit CO2-Waffen schießen. Das Problem ist halt auch wieder, die Stahlkugeln kommen zurück. Und wenn dann die anderen Schützen da stehen und haben keine Schießbrille auf, dann gibt es Ärger. Also CO2 immer das da. Und natürlich muss man auch gucken, dass die anderen, die Unbeteiligten, zumindest auch Augenschutz haben. Sonst gibt es immer Ärger. Jo. Also von der Kosten her ist es ein sehr billiger Sport. Ich weiß nicht, was ein Fußball kostet, aber das dürfte auch so in der Preisklasse sein. Und die Munition dazu, diese Kapsel. Im Schnitt 30 Cent eine. Reicht für 60, 70 Schuss. Im Schnitt, das ist von Waffe zu Waffe unterschiedlich. Und diese Stahlkügel, wo da drin verschossen werden, kosten 1500 Schuss. 5 Euro. So viel zu der Ausgabe, wenn man sowas betreiben will. Man muss mindestens 12 Jahre sein in Deutschland. Ich will mich jetzt nicht genau festlegen. Ich denke 12 Jahre. Die Waffe darf man erst kaufen, wenn man 18 ist. Also wer schießen will, muss der Papa oder die Mama mitbringen. Unter 18 darf man das nicht. Und dann kann man nicht im Wald rumballern, wie das da aussieht bei mir. Das hier ist ein polizeilich abgenommener Schießplatz. Ich habe also vorher die Polizei gefragt, ob ich hier schießen darf. Befriedetes Besitztum, § 12 Absatz 4. Und das Geschoss darf das Gelände nicht verlassen. Also man hat dafür zu sorgen, dass da nicht irgendwelche Nachbarn belästigt werden oder
noch schlimmer getroffen werden. Wir haben da keine Nachbarn, wir haben nur Dornen außenrum. Wildschweine kommen immer nachts, graben uns da den ganzen Acker um. Ja, das war so viel zu dem CO2-Schießen. Wir haben jetzt so vor, so einen kleinen Spaßwettkampf zu machen. Der schnellste ist der Sieger. Ich spiele außer der Wertung mit, weil ihr Schlumpfe sowieso gegen mich null Chance haben. Da ist noch keiner geboren. Hört ihr das? Also, selbst wenn ich mir da vorne jetzt als solche Dinger drauf papp, bin ich immer noch besser wie ihr. Konsole-Schießer. Ja, da komme ich dann laden. Das Magazin haben wir da ein bisschen forciert, ein bisschen größeres Loch gemacht, dass die Teile besser von selber rein rieseln. Wenn man da so Käfer hat, oder zumindest so einen Schaum drin, dann fallen die Dinger nicht so auf den Boden. Schon fertig? Fertig. Also geht relativ schnell. Hast du ein Magazin oder? Ich habe es eigens nur. Gut, das ist die Race Gun. Also mir gefällt das Teil sehr gut. Eine habe ich zurückgeschickt, oder haben wir beide zurückgeschickt oder nur meine? Also ich habe so ein Montagsmodell gehabt. Ein Magazin haben wir von mir mal zurückgeschickt. Ja, ein Magazin habe ich zurückgeschickt auch mal, das ist abgebrochen oben ein Stück. Und ich bin mit meiner jetzt sehr zufrieden. Aber man hat halt mal so ein Montagsteil und da sind die Kugeln von selber von rausgekommen. Gibt es ja auch ein Video drüber. So, Kim schießt jetzt mal mit dem Ding. Fertig. Kim schießt jetzt mit seiner Racegun. Habe ich den Preis gesagt, der kostet im Moment, kostet das Teil 130 Euro. Moment, ich schwenke da vor. Auf die... Jetzt hat... Sag ich doch, Konsole-Schießer. Ja, ein Schuss und zwei runtergefallen, gut. Ja, also. Jetzt geht's aber. Für CO2. Für CO2-Pistol, die einen glatten Lauf hat, da ist kein gezogener Lauf drin, da ist nur ein glattes Rohr. Ich gehe jetzt mal da hinten dran, damit man sieht, wie weit er weg ist. Das sind also bis zu deinen Zielen, da steht er locker 10 Meter und da sieht man mal, wie genau die Teile sind. War in den Zugschlag. Da sieht man, wie sie Zugschlag haben, die schwarze Brüder, die vierbeinigen. Zum Glück bin ich kein Jäger, aber ich esse Wildschwein. Wenn ihr das hört, wenn ich eigentlich mal verwisch, kommt rein in die Pfanne. Jetzt schießen wir auf Papier dahin. Also jetzt Beretta. Beretta, wunderschön. Optik, alles wunderbar. Mit der Präzision hapert es ein bisschen.
Ja. Also der weiß es genau, dann hätte ich dich verzerrt. So kann ich nicht sagen. Kriegst du sie genau drauf? Ja. Genau, richtig? Ja. Dann machen wir nachher mit der C77. Das Teil kostet so wie es ist. Gibt es noch ein Gewicht drauf. Diese Full-Ausstattung kostet so knapp über 300. Also die ist wirklich schön so. Aber so die Präzision wird ein bisschen besser sein. Weil das Läufe anstatt wenn drehen. China, Taiwan. Also alles was von da überkommt. Die haben die Präzision nicht erfunden. Das ist der Magazinträger von der C77 Grossmann. Das ist das Magazin. Wird dann eingelegt, dann da verriegelt. Ich mache es jetzt mal rein. Ich habe mir da Pfeile dran gemacht, also in der Eile. So oft schießt man ja nicht mit dem Teil, aber passt ja auch nur so rein. Dann ist da vorne ein Loch. Ja, dann. Lass mal ins Nei rutschen. Dann schraubt man das Ding zu. Stecht so wie beim Sahnespender daheim. So. Jetzt ist das Ding geladen. Machen wir noch mein Rotpunkt. Okay. Filmen wir noch, bis wir eine neue Scheibe bekommen. Ja, Kim schießt jetzt mit offener Visierung. Da drauf. Sau gut. Ich habe jetzt den Blick verloren. Wo? Machst du den Rückwärtsgang oder wie? Ich mache vorne an. Aha. Sehr gut. So, CO2 Gewehre, 10 Meter, offene Visierung. Gehen wir mal Ergebnis gucken. Ich habe schon Sportschütze gesehen. Die haben schlechter geschossen. Mit 2000 Euro Gewehre. Und die Opta.
und Schießhose und Schießjacke. So, die zweite Runde. Nächste Magazin. Wahnsinn. Boah. 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 Ist auch lecker. Streichel sie mal, das hat es wirklich verdient. Super. Großmann 1077, eine Präzisionswaffe. Offene Visierung. Wahnsinn. Ich habe Nebelschwaden drin. Von der Brille da oben drauf. Jetzt habe ich vorhin was gesagt. Jetzt hätte ich beste nicht gesagt. Nach dem Ergebnis etwas gesagt über diese Konsole. Jetzt schießt der 10er. Nicht zu fassen. Also ich nehme es zurück mit einer Konsole. Also da liege ich ein bisschen hoch. Das war so mehr auf MB. Eindeutig besser. Tja. Konsole schießen hat gewonnen. Aber das macht ja nichts. Hauptsache, dass es Spaß macht. Genau. Das ist jetzt auch dieselbe Ausführung. Mit Kim Sani nur mit dem Retro-Druck. Und normalerweise schieße ich da auf 15 Meter mit. Also mit der oben. Halte. Aber das sagt gar nichts, wird ja keiner verdrehen. Super. CO2, das war's. Das, demnächst in diesem Theater gibt es Spaßschießen. Also legen also Teil zu. Die Pistole Morph für 49,95. Munition 1500 Schuss für 5 Euro. Die Kapsel, gute Neigungen, CO2 im Schnitt 30 Cent reichen für mit dem Gewehr für 100 Schuss. Billiger kann man keinen Spaß haben. Ich habe jetzt Hunger, aber langsam nicht. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.